Hallo zusammen, liebe Leute! Ich möchte euch herzlich begrüßen bei SimCity Gemeinsam sind wir gut. Beim ersten Part. Hier sieht man schon, dass ich eine kleine Stadt hier aufgebaut habe. Aber darum soll es ja mal nicht gehen jetzt. Es soll eher darum gehen, was meine Mitspieler alles so gebaut haben. Und ich freue mich tierisch drauf, euch das präsentieren zu können. So, dala. Einmal hätten wir hier eine Stadt von... De Marnay. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Den Nicknamen. Die Stadt heißt Nerby Blairs. Und hier sehen wir das erste Projekt. Also ich finde die Stadt von Grund auf recht schön gemacht. Klein, aber fein, würde ich sagen. Und mit der Zeit wird sich die Stadt bestimmt auch sehr gut entwickeln. Davon gehe ich auf jeden Fall mal aus. Wir sehen hier ein Kohlekraftwerk, wo er Kohle abbaut für sein Kraftwerk, denke ich mal. Was natürlich sehr viel Sinn macht, weil dadurch du da einen Haufen Geld sparen. Hier haben wir das, ja, Bürger. Das ist praktisch, hier haben wir die ganzen Einwohner plus Geschäfte, wenn wir jetzt genauer hingucken. Schön gemacht, würde ich sagen. Da haben wir das Gewerbegebiet. Auf jeden Fall super gemacht und es freut mich natürlich, dass die Städte so schön wachsen. Das macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu gucken. Schade, dass man nicht von Stadt zu Stadt gehen kann, sondern muss immer auf seine eigene Stadt zurückgehen. Und jetzt kommt die Stadt, wo ich gesagt habe, wow, also Respekt. Nämlich die da hinten. Goldene City heißt die. Von Tim Master 2000. Wir sehen hier, er hat drei Elite Tower schon gebaut mit Luftreiniger obendrauf. Was ich natürlich ziemlich schön finde. Und hier sieht man auch überall Hochhäuser. Wenn wir jetzt auf die Flächen schauen, haben wir da unten komplett Gewerbegebiet. Aber eigentlich nur ein bisschen. Also nicht jetzt besonders viel Gewerbegebiet. Der Rest an Einwohner. Da hinten haben wir die Akademie. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, muss ich sagen. Also da bin ich echt begeistert. Und so sollte das natürlich auch sein. So, zurück zu meiner Stadt.
Okay, bei mir läuft zurzeit nicht alles so wirklich rund. Ich mache 9000 Grad im Minus. Finde ich gar nicht so dolle. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Also die Stadt kann sich natürlich hier noch entwickeln. Ganz klar. Von daher warten wir ein bisschen ab. Und das ganz große Problem, was wir haben, ist unser Elite-Tower, der macht Minus. Wenn wir noch genauer drauf achten, dann sehen wir zum Beispiel, dass unsere Schule hier nicht viel bringt, weil wir nicht mal genug Schüler bekommen. Die Büros sind komplett voll. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach noch ein Apartment dazu. Vielleicht diesmal von einer höheren Schicht. Vielleicht können wir das ja irgendwie noch hinkriegen, dass der Tower gut läuft. Also mit Megatowers habe ich es sowieso nicht so ganz richtig gut. Finde ich aber schön, dass ich dann ja bei meinen Kollegen hier, bei meinen Mitspielern hier mal nachgucken kann, wie die das so machen. Und wenn denen ihre gut läuft, dann kann ich mir vielleicht ein paar Tipps abholen. Mal ein paar Tipps angucken, wie ich das vielleicht verbessern könnte. Und wie gesagt, ich hätte ja noch die Möglichkeit, noch einen dazu zu holen. Also wie gesagt, wenn jemand da mitspielen möchte, kann er sich gerne bei mir melden und dann lade ich ihn gerne in das Spiel mit rein. Umso mehr Leute wir sind, umso mehr wird es hier Spaß machen, würde ich sagen. Okay, die Aufgabe hätten wir. Also ihr seht schon, ich mache hier 5000 zwar Minus insgesamt, aber irgendwie mache ich doch Gewinne. Das liegt aber daran, dass ich hier ja, verkaufe Lackierung und Plastik und so weiter und das macht dann ordentlich Gewinn. Jetzt haben wir natürlich die Vorteile, wir müssen nicht alles bauen, also jeder muss nicht alles bauen. Im Rathaus ist komplett alles freigeschalten, weil wir alle zusammengearbeitet haben. In der Akademie wird es genauso sein.
Okay, ich glaube, das sollten wir so lassen. Weil wir natürlich dann auch neue Megatower bauen oder besser gesagt Elite Tower bauen dann später. 4000, also es wird immer weniger. Und wenn man hier zum Beispiel jetzt rüber guckt, hier zum Beispiel, sieht man die Stadt. Das sind immer schöne Blicke, aber wenn man jetzt dahinter guckt, das sieht man zwar jetzt nur verpixelt, aber es sieht einfach grandios aus, wenn man darüber guckt. Da kommt die ganz große Stadt an. Sieht wirklich schon beeindruckend aus. Es macht auf jeden Fall Spaß zusammenzuspielen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, diese Videos anzugucken. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will damit spielen oder es ihm die Lust einfach gepackt hatte, hat mit mir zusammen und mit meinen Mitspielern hier mitzuspielen, dann soll er sich doch bitte bei mir melden und ich lade ihn dann auch mit dazu ein. Das Gebiet natürlich noch schöner wird. Also irgendwas ist da schief gegangen bei dem Haus. Was so, wenn wir jetzt in die Statistiken mal nachgucken würden oder so. Also hier zum Beispiel. Null Arbeitslose. Überall. Verfügbare Jobs. Überall. Warte mal, hier ist was Interessantes. Schüler, Gesamt 4663, angemeldet 4117, nicht angemeldet 546. Das heißt, wir haben Schüler hier, die nicht in die Schule gehen. Können wir natürlich Abhilfe schaffen. Ganz nah hinbauen. So, dann sollten wir noch Busstationen dahinter bauen. Was dann hier? Wir stellen neue Leute ein. Okay.
Dann haben wir eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Hochschule und eine Universität. Das, was wir natürlich auch noch bauen können, ist halt ein Bahnhof. Den können wir hier hinbauen. Bergs hat einen Busbahnhof, ist das? Oh, wir haben ein klitzekleines Problem. Ja, Ah, ne, dann sind die wieder sauer, gell? Ist auch wieder scheiße. Nimm einen Kredit auf. So, die Schule dürfte bald losgehen. Damit machen wir zumindest schon mal Plus. Und wir haben eine Busverbindung zu den anderen Städten. Das ist doch schon mal herrlich. Jetzt schauen wir mal, wie es mit den Statistiken weiter aussieht. Haben wir jetzt weniger Leute haben, die nicht in die Schule gehen. Ein paar weniger sind schon mal. Zwei auf Besuch. Und es sind schon ein paar Zuschauer. Es werden schon weniger Leute, die nicht angemeldet sind für die Schule. Das ist natürlich wunderbar. Deswegen entwickeln sich hier natürlich auch die ganzen Häuser weiter. Okay, ich würde sagen, Schule ist sehr, sehr wichtig hier. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das vielleicht jemand... Nein, hat noch keiner freigeschalten. Okay, dann werde ich das als nächstes tun. Sobald hier Update 3 fertig ist. Stufe 3, richtig. Dann werden wir das in Angriff nehmen. Okay.
Und wir machen hier leider immer noch einen Haufen Minus. Also komisch, ich habe doch hier eine Verbindung und ich glaube, denen fehlen die kleinen Läden. Jetzt, wenn ich hier zum Beispiel reingucke, sind es nur noch 461 Leute, die nicht in die Schule können. Ich dachte, es wäre gut geregelt, aber scheint doch nicht so der Fall zu sein. Vielleicht sollte ich mal... Moment. Vielleicht hilft's ja was. Mal schauen. Vielleicht ist es viel schlauer, wenn man das so nebendran bauen würde. So wie ich das früher gemacht habe vielleicht. Da ich das abwechselnd mache, so wie es mein damals, wie man am schnellsten Geld macht, dass ich das so mache. Und irgendwie sieht es auch besser aus. Dadurch. Dass wir jetzt einfach hier ein paar Geschäfte gebaut haben, so wie es aussieht. Verbessert das das ganze Klima hier ein wenig. Naja, schauen wir mal. Wenn das so ist, dann werden wir hier noch ein bisschen was umbauen, denke ich mal. So, dann können wir hier noch Wohnheime bauen. Aber das alles viel später, weil wir haben jetzt 10.000, was wir minus machen im Moment. Da müssen wir ein bisschen aufpassen und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir hier wieder auf die grünen Zahlen kommen. So Leute, wie gesagt, hier hat man den schönen Blick rüber zu der anderen Stadt, meinen Nachbarn. Und da drüben
ist natürlich die andere Stadt von Tim. Und wie gesagt, mir macht es auf jeden Fall riesengroßen Spaß, mit euch zusammen zu spielen. Und ich sehe das mit Freude gerne, wie die ganzen Städte sich weiterentwickeln. Auch wenn wir von den technischen Zeiten her jetzt nicht so gleichzeitig on sein können, weil der eine hat ja Schule, der andere hat Arbeit. Natürlich sind die Arbeitszeiten natürlich immer wieder verschieden und so, klar. Ich zum Beispiel bin einer, der Spätschicht hat, der dann wahrscheinlich erst um, ja, 12:30 nach Hause kommt oder um 1 früh. Von daher werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit dann eher am Wochenende viel mehr drauf schauen. Oder wie gesagt, unter der Woche halt dann nach 1, dass ich mal drauf gucke. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, herzlich willkommen hier in der Region. Gemeinsam sind wir gut und mir macht es bis jetzt jede Menge Spaß. Ich hoffe euch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Tag. Ich bin raus, euer Players Club Member, Baby und ciao.